Was geht ab? Hier ist der Daniel. Hi, ich bin der Hani. Wir sind von Tenside und ihr seht Grasser Production. Yeah. Aber sowas von. Hi, ihr schaut Grasser Production, ich bin der Lukas und ich sitze hier heute mit zwei Jungs von Tenside, nämlich den Daniel und dem Hani. Jungs, hi, was geht? Hi, hallo. Grüß dich. Wir sind heute beim letzten Abend der Killshot Engage Tour, bei der ihr Opener seid. Ihr seid jetzt echt ein paar Wochen durch quer alle Lande gefahren. Wie war's? Geil. Spaß gehabt? Gut, also wie du schon sagst, ganz schön lang. Wir sind jetzt echt einen Monat unterwegs. Heute ist tatsächlich die letzte Show in Nürnberg. Eigentlich ganz schön schade, dass es schon vorbei ist, weil die Zeit irgendwie für uns doch schneller vergangen ist als gedacht. Und eigentlich eine richtig coole Tour. Viel Spaß gehabt, geile Leute kennengelernt, gute Shows gehabt. Was will man mehr, gell? Also. Ja. Ich meine, heute hattet ihr noch ein bisschen Stress. Ja, kann Hani gleich erzählen, was wir heute schon so gemacht haben. Ja, uns ist heute der Bus platt gegangen, kurz nach der Grenze. Standen dann eine ganze Weile rum und wussten gar nicht, ob wir es heute überhaupt schaffen. Ja. Und glücklicherweise waren beide Tourmanager so gut, dass sie es geregelt haben mit dem Ersatzbus. Und jetzt sitzen wir da. War alles stressig, aber... Hat funktioniert. Ja. Irgendwie ist es gegangen. Ich meine, ihr habt euch den Bus, glaube ich, auch mit Revocation geteilt tatsächlich. Genau. Also wäre schon bitter gewesen, wenn ihr heute nicht noch hierher gekommen wärt. Absolut. Es wäre auch total schade deshalb, weil so letzter Tourtag, da wollen auch alle zusammen nochmal Tschüss sagen, irgendwie feiern. Irgendwie ist eine große Klassenfahrt. Genau, absolut. Ja. Und deswegen umso besser, dass wir da sind und wir eine Buscompany gefunden haben, die uns abgeholt hat. Ja, genau. Wo wir den Namen schon erwähnt haben, ziemlich krasses Line-Up, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch auch für die Tour, dass ihr die mitfahren dürftet. Dankeschön. Killshot Engage, wie so Metalcore-Pioniere, klar, kennt man. Hand aufs Herz, habt ihr vorher schon mal was von Revocation gehört? Ich tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht, muss man. Aber trotzdem super nette Jungs und ich glaube, die besten Bassmates, die wir irgendwie je hatten auf Natur. Absolut. Also total geil irgendwie so. Es ist halt immer so ein bisschen, wenn man sich so lange so ein fahrbares Wohnzimmer teilt, so, dann möchte man halt auch irgendwie immer mit Leuten chillen, die irgendwie cool sind. Und das hat tatsächlich super geklappt. Auch so in unserer Vorbereitung, wir haben uns da irgendwie so ein bisschen connected. Das war gut, weil wir auch wenig Zeit hatten. Und nee, macht Spaß. Geile Band, geile Typen und... Eigentlich, ja, sehr dankbar. Ja, crazy. Ja, Adam von Killswitch hat gerade vorhin schon gemeint, es kam echt relativ kurzfristig, dass ihr mitgefahren seid, nur ein paar Wochen vor Mega Tourstart. Kurzfristig. Hat es euch vor irgendwelche Probleme gestellt noch? Ja, so ein paar. Okay. Ja, kann man so sagen. Also das Ding ist, die Tour war natürlich schon so ein bisschen im Gespräch, hat sich halt irgendwie immer wieder so verlaufen, dann hat damit irgendwie keiner mehr gerechnet. Ja. Und dann kam irgendwie der Anruf von unserem Agenten so drei Wochen vorher so, ey, wollt ihr auf die Tour fahren? Ja. Und ich so, ja, eigentlich schon. Schauen wir mal, wie das so geht. Und wir haben das aber alle tatsächlich möglich gemacht. Und klar, es ist eine besondere Sache. Mhm. Haben wir mega Bock drauf, irgendwie mit Killswitch auf eine Europatour zu fahren. Da legt man halt auch alle Hebel irgendwie in Bewegung. Und ja, wir mussten kurzfristig viel organisieren, so sind aber ein ganz geil eingespieltes Team. Jeder hat seinen Part übernommen und haben das zum Glück auch hinbekommen. Also, ja, ja. So sieht's aus. Ja, nice. Wie würdet ihr euch denn so, nicht in Abgrenzung, aber im Vergleich mit den anderen Bands sehen, so genremäßig? Weil Revocation will jetzt schon in Death Metal einordnen, so mit Thrash-Elementen. Wie habt ihr das Publikum so wahrgenommen? Wie haben die auf euch reagiert im Vergleich mit den anderen Bands? Ich denke, dass es immer mega gut funktioniert hat für uns, also für alle drei. Also auch Revocation haben immer sehr gut funktioniert, muss man auch dazu sagen. Uns war vorher schon bewusst, dass das eine Riesenchance sein kann, die wir da irgendwie bekommen und dass das publikumsmäßig passen könnte. Und nach den ersten paar Shows war klar, dass wenn das so weitergeht, dass wir da ziemlich viel Spaß haben, vier Wochen mit den Leuten. Mhm. Genau, also Reaktionen sind eigentlich Bombe, gerade so aus England, so der erste Teil der Tour war sehr riesig, alle England-Shows waren ausverkauft und das ist Wahnsinn, was wir so als deutsche Band irgendwie in England für ein Feedback gekriegt haben, auch auf Social Media und so jeden Tag. Super Reviews, wie gesagt, also wir können uns überhaupt nicht beschweren, das ist eigentlich die geilste Tour ever und egal, ob wir als Opener spielen oder nicht, die Leute gehen eigentlich ab dem zweiten Song mit, es funktioniert geil und ja, wir sind einfach nur happy, irgendwie das gemacht zu haben und am Start zu sein und ja, alles cool. Ihr wart schon mal bei Grasshopper Production, das Interview ist ein bisschen her, aber ich glaube noch zur letzten Platte tatsächlich, Convergence. Genau.
Um es kurz abzuhaken, ihr habt damals schon drüber gequatscht, ihr habt die sogar in Japan veröffentlicht. So ist es. Ist der Deal immer noch vorhanden? Habt ihr da immer noch Bock drauf? Klar, also Japan war eine Riesenchance irgendwie. Wir haben auch letztes Jahr dort eine Tour gespielt. Ja. Irgendwie waren auch nochmal in Asien so generell. Auch in China nochmal, wo wir vorher schon mal waren. Wir haben jetzt tatsächlich eine neue Platte fertig. Die kommt nächstes Jahr raus, gleich zu Beginn, irgendwie so im Frühjahr. Jetzt sind mir alle Fragen schon aus dem Mund. Entschuldigung. Crazy, ja. Genau, aber tatsächlich spielen wir auf dieser Tour eigentlich noch, irgendwie ist das die letzte Tour mit Convergence, bevor es dann in das neue Album reingeht. Ja, also vom Timing mega Jackpot. Ja. Gut, ich würde sagen, bleiben wir gleich bei dem Thema. Was könnt ihr mir denn sonst zur neuen Platte erzählen? Ich meine, war schon ein bisschen Arbeit, nehme ich an, jetzt auch über die Zeit. Oh ja. Ein ordentlicher Kampf, aber so ist es, glaube ich, immer bei Produktionen, wenn du da alles reinstecken willst und die Platte geil sein soll, dann muss es halt reiben, dann muss das irgendwie Stress geben und das Endprodukt rechtfertigt, glaube ich, auch den Stress, den man da so während der Produktion halt hat. Also die Platte wird der Wahnsinn. Okay. Genau, also kann ich Mani nur recht geben. Ich glaube, wenn man sich bei einem Album nicht irgendwie so dermaßen auf den Sack geht und da alles irgendwie reinbuttert, dann kann es einfach nicht geil werden. Ja. So. Und das ist bei uns einfach irgendwie so, wir wollen halt einfach nur noch Dinge abliefern, die wir mega gut finden selber so und wo man halt auch so lange dran feilt, bis man irgendwie sagt, hey, das ist jetzt was Besonderes. Alles andere brauchst du bei der Masse irgendwie an Veröffentlichungen und so eigentlich eh nicht mehr rauskloppen. Ja. Deswegen haben wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit gelassen. Zeit gelassen im Sinne von, man hat ja auch noch ein Leben und so weiter. Es sind tausend Dinge, die damit einspielen. Wir sind dann doch immer wieder auf Tour, dann musst du wieder unterbrechen und so weiter. Aber im Prinzip, ich weiß, es sagt immer jede Band, aber ich glaube, bei dieser Platte, ganz ehrlich, das ist noch mal ein Schritt weiter als die letzte. Es ist teilweise noch mal ein bisschen härter, es ist aber trotzdem melodiöser. Viel mit Vocals gemacht, viel mehr Clean Vocals als früher irgendwie mit drin. Also echt viel rumprobiert und mega stolz so auf das Endding. Also bin selber schon sehr gespannt. Gab es dafür einen Anlass mit den Clean Vocals? Ja, also irgendwie Unterricht genommen oder fühlt sich einfach wohler mit? Also ich singen tue ich eigentlich schon immer. Ja. So, es gibt einfach so Phasen, so, wo man es mehr oder weniger macht. Und bei der letzten Platte war es einfach so, dass auch vom Songwriting her es gar nicht so viel gebraucht wurde. Einfach irgendwie, es war einfach irgendwie ein bisschen härter, kompromissloser, ohne irgendwie auf unsere Art und Weise. Da gab es auch schon Clean Vocals, diesmal gibt es halt einfach mehr, weißt du, man möchte ja so als Musiker und wenn man da dabei ist, sich auch selber so ein bisschen irgendwie weiterentwickeln. Ja. Man arbeitet irgendwie an sich und das haben wir gemacht und haben da irgendwie eine coole Stimmung reingekriegt und ich bin sehr happy damit auf jeden Fall. Ja. Ich denke, die anderen Jungs auch. Ja, hoffentlich. Sprechen wir, glaube ich, für den Rest, dass das ist echt eine gute Nummer geworden ist. Okay, also nochmal um festzuhalten, ihr plant die Platte im Frühjahr rauszubringen? Genau, ja. Neues Album kommt auf jeden Fall im März, kann man schon sagen. Wann im März? Gibt das Internet euch bald. Ah, ja. Und vorher noch Singles? Genau, und die erste Single spielen wir auch schon live jetzt auf der Tour die ganze Zeit. Okay. Also klar, wir haben auch noch geprobt davor in der Kürze der Zeit und gesagt, hey, jetzt fahren wir auf die Tour, jetzt spielen wir auch noch einen neuen Song. Bietet sich natürlich an, Genau, und das ist auch die erste Single, die auch in 2 Wochen Ende November als erstes rauskommt. Plus Video gleich? Genau. Cool. Ja. Cool. Sollte man die Augen offen halten, ja. Das letzte Interview ging auch viel tatsächlich um Musikbusiness an sich. Jetzt ist noch mal ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Wie macht ihr das jetzt mit der neuen Platte? Ich meine, Streamingzahlen, davon redet man schon seit Jahren und den ganzen Kram und wie das Bands überhaupt machen mit Albenproduktion und bringen Labels überhaupt noch was und Bookingfirmen und der ganze Spaß. Habt ihr eure Meinung dazu noch ein bisschen geändert oder habt ihr jetzt noch mehr Kampf mit dem ganzen modernen System? Ich würde mal sagen, natürlich ist Streaming die Zukunft, ganz klar. Metal-Bereich, Rock-Bereich, whatever, es wird immer Vinyl, Boxsets, CDs und so weiter geben für Fans, die da auch Bock drauf haben. Das ist auch ganz wichtig, das finden wir auch selber geil. Macht ihr was zu meiner Platte? Ja, okay. Sehr viel sogar. Wir haben uns echt Mühe gegeben, haben uns ein geiles Konzept überlegt, haben da echt viel gebrainstormt, um was Geiles zu erschaffen. Mhm. Weil gerade so in dieser Zeit, glaube ich, wenn man den Leuten irgendwie so oft als physisches Produkt was anbieten will, dann soll es halt auch irgendwie was Spezielles sein und jetzt nicht irgendwie eine 0815 CD. Da haben wir wirklich, da haben wir echt uns hingesetzt und gut was ausgearbeitet. Kriegt ihr bald zu sehen auf jeden Fall. Ansonsten
ich glaube, die ganze Musikwelt ist generell gerade in einem ziemlich krassen Umbruch, weil, wenn du mich fragst, haben eigentlich die Labels ein zweites Mal verschlafen. Damals, als iTunes kam, haben alle verpennt, so, oh Gott, sorry, jetzt ist das so, whatever. Diesmal habt ihr eigentlich wieder verpennt, so, weil jetzt ist halt Streaming da. Und eigentlich ist, glaube ich, diese ganze Marktmacht und so weiter gar nicht mehr bei irgendwelchen Labels oder bei irgendwelchen Majors, sondern ganz klar bei Spotify, ja. Apple Music und Co., weil da ist die breite Masse, klar, und das gehört auch ein Stück weit einfach zu Metal, wenn du dir Streamingzahlen heutzutage anguckst. Und es ist auch gar nicht verwerflich, weißt du, das Ding ist ja das, solange jemand auf Konzerte geht oder seine Band abfeiert, ob er das jetzt irgendwie streamt und sich ein T-Shirt holt und auf eine Show geht oder so, das ist halt der Lauf der Zeit, so ist es halt. Wer kein Album kaufen möchte, okay, solange du deine Band hörst und irgendwie das damit unterstützt, ist auch cool. Also, ja. Abschließend, glaube ich, möchte ich eigentlich nur noch zu diesem Thema sagen. Bitte, bitte. Ja. Die Zeit heutzutage ist einfach so, du musst als Band mit der Zeit gehen und du musst, glaube ich, auch verstehen, dass du einfach da selber viel Arbeit reinsteckst. Ja. So, das ist so, wer das irgendwie nicht akzeptiert und irgendwie immer noch glaubt, so, das fliegt einem alles zu von ganz alleine, das ist auf jeden Fall nicht so. Wird nicht passieren, ne. Ja, ich meine, es ist auch natürlich cool für euch, wenn ihr die Bestätigung kriegt, auch mit der Tour jetzt und allem drumherum. Macht es denn dann überhaupt noch Sinn, Alben aufzunehmen eigentlich? Habt ihr da drüber mal nachgedacht? Also ich habe zufälligerweise gestern oder vorgestern einen Artikel gelesen über Bring Me The Horizon, Stimmt, wo Ollie Sykes gesagt hat, dass sie in Zukunft weg von diesem Albenthema gehen wollen und mehr Veröffentlichungen in kürzerer Zeit mit weniger Tracks. Ob das so cool ist, weiß ich nicht. Also ich bin ein riesen Fan von Alben. Das kann ja auch sein, dass ich da altmodisch irgendwie ticke und dass die Zukunft wirklich dazu hingeht, dass man nur noch EPs aufnimmt und sagt, okay, lieber 5 Tracks statt ein ganzes Album. Aber ich bin halt so ein Konzeptmensch und mir taugt es, sich irgendwie Gedanken über 15 Tracks zu machen, statt nur über 5. Und dann wird halt, sonst wird halt Mucke auch ganz schnell irgendwie so zum Wegwerfprodukt. Ja. Also es reicht ja schon, dass man mittlerweile irgendwie 8 Singles rausballert, bevor die Platte überhaupt kommt. Ja, bitte. So, das ist, also ich finde das sehr abschreckend. Aber es wird wahrscheinlich, also wenn ich das beobachte, so kommen, nehme ich an. Wahrscheinlich. Also ich meine, im Rap oder so findet das ja schon lange so statt. Ja, also das, mein Gott, das ist halt das Ding, das muss irgendwie letztendlich jeder selber entscheiden. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man irgendwie länger braucht, um Platten zu machen, wenn man seinen Fans so zwischendurch mal irgendwie 1, 2 Singles präsentiert oder mal zwischendrin ein Live-Album oder wie auch immer. So, das ist ja auch cool so, wenn man das kann und da fannah sein kann, ist das ja eh geil. Ich glaube, letztlich muss das jeder für sich selber rausfinden. Wenn es jetzt irgendwie so kommt, dass jede Band irgendwie nur noch alle 2 Monate eine neue Single veröffentlicht, dann wird Musik das letzte Wegwerfprodukt ever werden. Ja, und so, dann ja, wie soll ich sagen, dann gibt es gar keinen Headliner mehr von morgen. Weil dann ist alles nur noch auf, hey, jetzt schnell das, dann schnell das, bla bla bla. Da ist ja gar keine Beständigkeit. Nee. Das kann ja auch keiner mehr auf Album-Release-Tour fahren. So, was wissen Sie? Man bist alle 2 Monate so mit einem Song dann auf Tour fahren. Also auch mal auch ganz finanziell davon abgesehen. Ja. So klar, es mag jetzt irgendwie irgendein mega US-Hip-Hop-Ding irgendwie oder irgendeine Beyoncé, die mag da irgendwie 150 Millionen Streams haben mit ihrer Single, wo sich das dann so einigermaßen vielleicht rentiert. Aber mit einem Track im Streaming, so wer soll... Wie soll das finanziert werden? Wer soll da überhaupt irgendwie Geld dran verdienen, weder noch irgendwie eine Tour rechtfertigen oder was auch immer? Also das halte ich noch für ein bisschen schwierig, so in so schneller Zeit, so in diesem Metal-Game auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ist mit Spannung zu beobachten, definitiv. Also stimmt, einfach auch der Vergleich mit Hip-Hop ist wie so immer gegeben, weil das gerade einfach die populärste Musik ist, die wir haben. Genau. Und man wird aber sie bringen auch trotzdem Alben. Also es ist ja nicht so, dass es erscheinen halt Singles immer wieder, aber es erscheint ja trotzdem auch dann eine Box oder ein Album. Nach einer gewissen Zeit. Und diese Boxen bei den Rappern. Ja, so ist eine geile Sache. Aber also ich finde es auch ziemlich cool. Also eine Box ist eine super Sache, gar keine Frage. So gab es ja auch schon immer, auch bevor es im Hip-Hop irgendwie groß wurde. Es gab schon immer Special Editions. Und klar, jetzt kennt das halt jeder auf einmal, weil jeder x-beliebige Typ halt sagt, so, hol dir die Box. Ja. Aber mein Gott, also wer da Bock drauf hat, wird sich das eh holen. Wer nicht, das, ja. Ja, klar, man muss seinen Weg da weitergehen. Genau. So generell, war es jetzt mal auch schon ein bisschen Thema, jetzt ist es ein bisschen her, wie seid ihr so immer noch als Freunde der Band verblieben? Ich kann mir denken, ihr habt schon anklingen lassen, es war ein hartes Stück Arbeit jetzt. Wie schafft ihr es trotzdem auf der Tour, während den Arbeiten an irgendeinem Album, noch zusammen in Kontakt zu bleiben, überhaupt in demselben Raum sein zu können? So?
Ich glaube, wir lassen uns da auf Tour. Jeder kennt halt vom anderen die Eigenarten sehr, sehr gut. Man weiß, wie man sich gegenseitig auf die Palme bringt. Man weiß aber auch, wie man den anderen wieder beruhigt, wenn es mal irgendwie uncool ist. Okay. Und ich finde, dass wir das die letzten 4 Wochen mega gut irgendwie gelöst haben. Also auch heute, obwohl alles stressig war, können wir irgendwie easy zusammenhocken, dann nach der Show halt noch ein Bier aufmachen und alles ist gut, jeder macht seine Arbeit. Also das ist eigentlich, also wenn man befreundet ist, glaube ich, einfacher, als man denken würde am Ende. Safe. Absolut. Also kann ich nur bestätigen. Das ist so, klar, es gibt immer mal eine Reiberei oder so, aber das ist so, das nimmt keiner so ernst, dass man jetzt irgendwie 2 Tage nicht mehr miteinander redet. So, wenn, ja, ungezwickt. Ja, es sind einfach Gegebenheiten, die werden immer so sein auf Tour, egal wie groß die Tour wird, auf der du bist. Ja. Es ist einfach irgendwie eine taffe Zeit und es ist Arbeit, das verstehen die wenigsten nicht. Also gerade auch immer, wenn so Businessleute oder so vorbeikommen, die dann immer so, ja, und können wir uns nicht doch noch vor der Show sehen und so. Das ist halt einfach ein anderer Tagesablauf und ein ganz anderer Rhythmus und mein Gott, da kommst du dann irgendwann rein und wenn es dann nach Hause geht, so wie jetzt, dann sehen wir uns halt mal eine Woche nicht und dann ist alles wieder cool. Ja. Also. Ja. Was steht denn bei euch so an, wenn es jetzt wieder nach Hause geht? Boah, eine Menge, Mann. Also, das fühlt sich. Ja, also wir haben echt jetzt irgendwie so, obwohl es aufs Ende des Jahres zugeht, so wir müssen ein paar Videos drehen. Mhm. Wir haben irgendwie den ganzen Album-Release irgendwie jetzt im Nacken, wo halt einfach sehr, sehr viel Vorbereitung ist. Wie gesagt, wir machen viel selber. Wir haben einfach auch Bock, da irgendwie involviert zu sein und irgendwie unsere Signatur da drauf zu packen, um den Leuten das halt auch irgendwie so weiterzugeben. Und dementsprechend sind wir halt mit in der Planung komplett vom Video bis zum Boxset, alles drum und dran. Und ja, wir müssen eine Tour vorbereiten für nächstes Jahr. Okay. Genau. Oder ein paar Touren, um besser zu sein. Und ja, viel Proben, also alles Mögliche. Also ich glaube, so richtig Ferien haben wir bis Weihnachten erstmal keine. Also sieht schlecht aus. Darüber hinaus glaube ich auch nicht. Also für nächstes Jahr haben wir schon ganz schön viele Pläne. Ja, aber besser als keine, von dem her. Also, ja. Ja, klar. Wisst ihr denn schon, ob ihr zum Album oder vor oder nach dem Album auf Tour kommt? Also wir kommen auf jeden Fall auf Tour. Okay. Im März. Im März. Okay, okay. Und wir bringen auch im März ein neues Album raus. Geil, genau. Alles klar. So komplett generell. Will ich nicht zu nahe treten, aber ich nehme euch immer noch als junge Band wahr. So. Für mich jetzt. Schmeichelhaft. Ja? Sehr schmeichelhaft. Im Sinne von, dass ihr schon auch noch einen Weg vor euch habt. So, wenn ihr jetzt nochmal kurz zurückschaut, hättet ihr alles nochmal genauso gemacht? Sicher nicht. Wer macht es schon? Weißt du, das Ding ist, bei uns ist wirklich, so, ich habe das Ding gestartet, da war ich noch nicht, da war ich 16 oder so. Ja? Und dann machst, wie lange gibt es die Band schon? Die Band gibt es bestimmt jetzt 12, 13 Jahre oder was. So, ja? Und da hast du Höhen und Tiefen und was weiß ich. Du machst Fehler und du lernst wie im echten Leben auch. Ja? Und ich würde aber gar nicht sagen, dass ich jetzt alles missen wollen würde oder als alles irgendwie anders machen würde, weil das alles ist halt auch das Produkt Tenside, was wir halt als Band geschaffen haben. Ja. Und ja, du hast immer Leute, die finden eine Band gut und du hast Leute, die finden eine Band nicht gut oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, mein Gott, so ist es halt wie mit jeder Band. Ja. Aber mein Gott, ich kann nur sagen, so, wir haben mega Bock, Musik zu machen, wir sind alles Freunde, es läuft aktuell gut für uns, wir haben eine neue Platte gemacht und mein Gott, so wie du schon sagst, wir sind im Endeffekt noch eine junge Band und wir sind hungrig, wir haben auf jeden Fall Kraft, noch ein paar Alben zu machen und zu touren und das wird dementsprechend auch passieren. Ja. Da helfen ja auch Erfahrungen aus der Zeit, also wenn man so alles nochmal anders machen könnte, um quasi jeden Schritt richtig zu machen, würden einem ja auch unfassbar viele Erfahrungen flöten gehen. So, man hat Fehler gemacht, die passieren halt auch kein zweites Mal. Das ist, kommt dir bei jeder Tour, bei jeder Show, bei jeder Produktion, kommt dir das einfach zugute, diese Fehler schon mal gemacht zu haben, weil wir halt auch jetzt nicht in der Position sind, das nochmal zu machen. Jetzt geht's halt nur vorwärts. Ich meine, das Ding ist so, was willst du deinem 18-jährigen Ich sagen, weißt du, so, ich meine, so, jeder war mal 18 so quasi und in dem Moment triffst du halt deine Entscheidung, die irgendwie so ist, ja, und irgendjemand, der in dem Moment 35 ist und irgendwie was zu sagen hat, der findet es halt in dem Moment vielleicht scheiße, wie auch immer und jetzt später würde man das auch so betrachten, aber es ist halt, wie es ist und ich glaube, in dem Sinn brauchen wir uns gar nicht so viel vorwerfen, weil ich glaube, ich einfach bewiesen habe, so, dass wir viel länger durchhalten als manche andere und immer noch am Start sind. Deswegen ist mir das, um ehrlich zu sein, auch egal, weil alle, die schon immer geredet haben, sind teilweise gar nicht mehr da. Wir schon. Hallo. Gut, in dem Sinne.
Habt ihr Tipps für junge Bands? Noch jüngere Bands? Ja. Also ich glaube so, ich hatte gestern auch schon mal jemand gefragt. Ich glaub, ja, außer dranbleiben. Ja, das, ist natürlich immer schon so, das ist das Wichtigste. Erst played out, den kannst du nicht mehr. Ich würde sagen, ich glaube, den Fehler, den man am meisten macht, wenn man jung ist, ist, dass man irgendwie versucht, so Idole irgendwie so nachzueifern und irgendwie sich da irgendwie zu viel abguckt, anstatt irgendwie so sein eigenes Ding zu machen. Also rein musikalisch. Genau, kommt wahrscheinlich bei vielen auch, weil man halt erst eine Coverband ist oder wie auch immer. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, das alles auszublenden und irgendwie zu sagen, so, das sind wir, das sind unsere Songs, das ist unsere Richtung und daran arbeiten wir. Und ich glaube, wenn man das relativ früh versteht und irgendwie zusammen geil spielt und übt und sein Ding macht, dann kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Also. Wow. Ja, also steht an erster Stelle eigentlich immer noch der Spaß, oder? Und das kreative Ausleben. Ja. Du kannst ja auch das über Jahre hinweg gar nicht durchziehen, wenn du irgendwas machst, was dir selber nicht taugt, nur um anderen zu gefallen. Gefühlt kenne ich das schon halt irgendwie so 3, 4, 5 Alben lang. Ja. Und du hast aber dann nur Stress, das macht dir alles keinen Spaß die ganze Zeit. So, dir macht Live-Spielen keinen Spaß, dir machen Produktionen keinen Spaß und weiß nicht, warum sollte man was tun, was einem keinen Spaß macht. Das ist genau das Ding. Ja. Also so, weißt du, weil so die großen Millionen im Metal, so wer macht die? Ja. Und deswegen, wenn du keinen Spaß hast an dem Shit, dann wird das nichts werden. Also genauso wie du es vorhin gesagt hast, wenn du dich nicht verträgst und irgendwie nicht eine Zeit lang aufeinander sitzen kannst, so, das wird schwierig. Ja. Das ist einfach mal ganz davon abgesehen, wie deine Lebenssituation ist. Ja. Irgendwie. Klar. Aber ja. Das ist eigentlich das Ding. Ja, die neuen Maiden und Metallica werden nicht mehr kommen. So. Ich hoffe doch. Also, weißt du, das ist doch genau das Traurige an der ganzen Sache. So, die Leute reden immer davon, ja, wir sollen die Headliner von morgen sein, dies, das. Aber seien wir ganz ehrlich, die Headliner von morgen kann es auch nur geben, wenn Labels und Veranstalter und so weiter einfach mal schnallen, dass man eine Zeit lang an einem Act arbeiten muss und dass man auch gewissen Acts mal eine Chance geben muss und sie vielleicht auch mal auf einem Festival höher platziert als immer nur auf der kleinsten Bühne um 14 Uhr. Und auch mal irgendwie an Acts glauben muss. Und das war früher genauso, dass eine Band wie Killswitch oder wie auch immer, die waren auch nicht mit dem ersten Album hier, sondern es hat ein paar Alben gedauert und da wurde dran gearbeitet, und um eine Band irgendwie dementsprechend groß zu machen. Und ich glaube, dieses ganze Schnelllebigkeitsding und so, das ist einfach der Punkt, um dem es geht. So, man muss einfach verstehen, dass das so, der Rock'n'Roll wird immer da sein, mal mehr, mal weniger, aber man muss Geduld haben und man muss an Acts einfach richtig arbeiten, damit es auch funktioniert. Sonst wird das nämlich nichts mit den Headlinern von morgen. Gut. Ich finde eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Ich bin mal sehr gespannt, wo ich Tenside dann noch sehe. Auf welchen Headliner-Slots die nächsten Jahre. Schauen wir mal. Ja. Viel Spaß heute Abend bei der Show noch. Schönen Tourabschluss. Merci, danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ebenfalls. Checkt das Album aus, sobald es erscheint. Alle Singles, lasst ein Like dabei, Jungs. Viel Spaß. Wir sehen uns. Danke. Tschüss. Ciao.